Guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Es ist ein herrlicher Morgen. Es wird endlich warm. Es ist endlich warm. Wir hatten schon gestern 22 Grad. Und ich habe den Rasen so ein bisschen länger wachsen lassen, die letzte Woche. Und habe gewässert, wie ihr ja gesehen habt in meinem Video. Und jetzt geht es hier richtig ab. Die Felsenbirne, die fängt hier jetzt an zu blühen. Das ist wunderhübsch. Guckt euch das an, ist das nicht ein Traum? Hier die Felsenbirne. Ich muss heute Morgen erstmal Tau wedeln. Einmal mit meinem Bürstenwagen rüberfahren, um wieder die Wurmhaufen ein bisschen zu plätten und den Tau ein bisschen runter zu wedeln. Ja, warum ist das gut? Den Tau von den Gräsern runter zu bürsten. Feuchtigkeit ist an der Grasoberfläche nie gut. Und wir wollen das Wasser nicht auf den Halmen drauf haben, sondern wir wollen das Wasser im Boden haben. Und von daher wedle ich den Tau runter. Außerdem trocknet dann schneller das Gras ab und man kann eher mähen. Besenwagen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, Freaks, einmal am Morgen mit meinem schönen Besenwagen den Tau abgewedelt und die Wurmhaufen ein bisschen verteilt. Jetzt lasse ich den Rasen wieder so ein bisschen sich erholen, dass er wieder jetzt ein bisschen hochkommt, dass er noch weiter abtrocknet. Und wenn es dann heute Nachmittag oder heute Mittag trocken genug ist, dann mähen wir. Ja. Morgen, liebe Rasenfreaks, ich habe schon wieder gebürstet. Es war heute wieder ein Megatau auf dem Rasen und was das Allercoolste ist, er wächst. Der Rasen wächst jetzt. Nach zwei Wochen kommt jetzt mein Dünger so richtig durch. Unglaublich. Ich glaube heute haben wir den 11. Ich glaube den 11. April, Samstag den 11. April. Morgen ist Ostern. Und der Rasen sieht schon richtig gut aus. Er ist jetzt richtig lang und wir werden heute mal richtig schön wässern. Ich habe mir mein Knie ein bisschen versaut durchs Buddeln hinten bei unserer Terrasse. Ja, hier mein
Horrorprojekt, unser Horrorprojekt, nicht meins, unser Horrorprojekt. Meine Frau macht hier gerade mehr als ich, weil ich hier das Knie schon versaut habe, bei dieser blöden Schaufelei. Ja, sieht das hier aus? Man sieht schon ganz gut. Das meiste hat meine Frau jetzt gebuddelt. Tja. Ja, ah, da muss ich ein bisschen aufpassen. Aber das hält mich nicht vom Mähen ab. Ja, Bürsten haben wir jetzt durch. Und jetzt ist das Gras wieder schön hochgebürstet und der Tau ist im Boden drin. Und das sieht einfach klasse aus. Ich habe jetzt hier sogar die Räder nochmal abgebaut, weil die Räder drückten mir doch zu tief in den Boden rein. Das sieht jetzt wesentlich besser aus. Damit wackelt er eigentlich so ein bisschen hin und her. Er schwimmt so ein bisschen. Vielleicht setze ich die Räder ein bisschen höher. Mal gucken. Aber so den Tau morgens mal kurz runterbürsten, das macht richtig Spaß und das sieht dann richtig toll aus. Gut, das war's für heute mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Bis denn.